Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Vizepräsidenten des EU-Parlaments wegen Korruptionsvorwürfen entmachtet. Der festgenommenen griechischen EU-Abgeordneten Kaili wurden alle Befugnisse entzogen. Laut Nachrichtenagentur AFP hat die Staatsanwaltschaft Brüssel zudem Untersuchungshaft für Kaili und drei weitere Verdächtige angeordnet. Es wird ermittelt, ob das Emirat Katar mit Geld und Geschenken versucht hat, Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen. Private Rettungsschiffe mit mehr als 500 Flüchtlingen erreichen italienische Häfen. Die Geo Barents der Organisation Ärzte ohne Grenzen legte mit 248 Geretteten in Salerno südlich von Neapel an. Die Frauen, Kinder und Männer waren vor der libyschen Küste an Bord geholt worden. Ein zweites Rettungsschiff erreichte den Adria-Hafen in Bari. Mutmaßlicher Bombenbauer von Lockerbie in den USA in Gewahrsam. 34 Jahre nach dem Anschlag auf ein Passagierflugzeug der Pan Am über den schottischen Ort Lockerbie haben die US-Behörden einen libyschen Mann gefasst. Er soll die damals verwendete Bombe gebaut haben. Bei der Explosion kamen 1988 270 Menschen ums Leben. Orion-Raumkapsel zurück auf der Erde. Nach etwa einem Monat im All landete die unbemannte Kapsel im Pazifik. Sie soll jetzt mit Booten in den Hafen von San Diego in Kalifornien gebracht werden. Nach diesem erfolgreichen Test will die US-Raumfahrtbehörde NASA in den kommenden Jahren wieder Astronauten auf den Mond bringen.